So, herzlich willkommen zurück zum Let's Play Venetica. So, wir waren letztes Mal hier stehen geblieben und müssten eigentlich hoch zum Dorf. Und eigentlich tun wir das jetzt auch mal. Wäre so meine Idee. Wir wollen ja die tolle Schmiedezange da mal irgendwann abgeben. Ich wollte mir nicht ein Leben lang wieder so umtragen. Allein schon deswegen, weil man dann eine Belohnung bekommt. Was auch immer das sein mag. Also. Links zum. Da? Nee. Bestimmt nicht. Egal, den greifen wir trotzdem mal an. Hallo. Oh, da sind wir zu viele. Also drei sind doch schon extrem viel. So, genau. Das wollte ich eigentlich. So, jetzt haben wir schon unser fettes Schwert. Aber das ist ja kein Problem. Denn, oh, hallo. Ach. Jetzt hört auf abzumehren hier. Hallo. Ah, jetzt haben wir. Okay. Muhare. Oh, da haben wir Trockenobst. Wahnsinn. So. Ach, das gibt's ja nicht. Wie viele laufen denn hier noch rum? Oh, ach du Scheiße. Na sowas. Ach du Scheiße. Vielleicht nicht noch zwei Leute mehr oder so. Aber machen wir den Ast kaputt. Aua, aua, au. So. So, damit hätten wir den zweiten. Und schließen wir gleich mal. Nee, ja. Das war doch gar nicht so schlecht. Gleich drei auf einmal. Das muss ich sagen, ist ganz gut gelaufen. Vor allem mit unserer super tollen Rüstung und diesem super tollen Schwert, das wir hier haben. Naja. So. Mit dem Bolz haben wir eigentlich genug Fertigkeitspunkte. Da könnten wir eigentlich mal nochmal mit dem labern. Ja, ich will lernen. So. Macht das Schwert, das würde ich sagen. Wo muss mal? Was haben wir denn hier? Schwert. Das ist noch praktischer und das wird noch gleich mal dranhauen. Weil das ist gar nicht so unwichtig. So, Parierschlag. Ja, ist ja schön und gut. Muss ich weitermachen. Okay. So, gehen wir zum Schmied hoch und geben ihm seine Zange, bis der dann noch anfängt zu weinen. Weil es ihm zu lange dauert oder wie auch immer. Oder doch noch eine Schneiderei wird. So, na los. Ach, guck mal an, wer hier ist. Die kennen wir doch. Hallo. Nee, mit dem will ich jetzt nicht reden. Red mal lieber mal mit ihr. Die sieht aus wie eine Händlerin. Mit der haben wir auch, glaube ich, noch gar nicht gelabert. So viele gute Männer sind schon. Oder trödig jung, genau. Das Kupfererz in der Mine abbauen. Jemand anders. Erzähl mir mehr über das Kupfererz. Genau. Du weißt, dass unser Dorf von den Kupferminen abhängig. Ich bin eine Händlerin. Bislang habe ich das Erz an Kaufleute aus Venedig verkauft. Aber jetzt, wo so viele Minenarbeiter getötet wurden, gibt es nichts mehr zu verkaufen. Und die Leute haben kein Essen mehr auf dem Tisch. Und bevor wir verhungern, müssen wir San Pasquale aufgeben. Einige Minenarbeiter könnten noch unten im Efeugraben sein. Sie könnten dir mehr erzählen. Falls du in der Zwischenzeit Kupfererzbrocken findest, vielleicht auf dem Weg zur Mine, kaufe ich sie dir zu einem guten Preis ab. Und schließlich habe ich noch ein altes imperiales Schwert im Angebot. Es könnte dir helfen, dich in der Wildnis zu verteidigen. Mhm. Wenn du mir also genug Kupfererz bringst, kannst du diese Klinge kaufen. Das ist gar nicht so schlecht. Also handeln wir mal mit ihr, weil was sollen wir denn sonst mit diesem komischen Erz machen? So, was hat's denn?
Ein, das ist das imperiale Schwert. Naja, 3 mehr Schaden, das ist gar nicht so schlecht. Eine Laterne. Na, das ist doch alles super hier. Also ich würde sagen, wir kaufen erstmal diesen Haken da. Und wie viele können wir davon verkaufen? Hä? Kann ich das nicht irgendwie? Na gut, machen wir es mal jetzt mit dem Kupfererz. 23, genau. Ja gut, so viel hat das jetzt nicht gebracht, aber... Wir können auch das Ding noch verscherbeln und die Goldkette verscherbeln und diese Münzen verscherbeln. Und das können wir auch verscherbeln. Ne, den behalten wir mal. Ach so, ich weiß, warum wir das nicht verkaufen können. Ja, Moment, das machen wir mal fix. Ins Inventar gucken und das Schwert mal kurz abwählen. Nein, abwählen. Kann ich irgendwie abwählen? Ich will das nicht benutzen. toll. Wie kann ich das jetzt... Nee, ach, egal. Nochmal jetzt ewig mit diesen Schwertern rum. Und da haben wir keine dumme Idee. Pass auf, wir kaufen uns einfach das Schwert. Hopp. Und, nee, ja, weg. Schließen. Und dann gehen wir jetzt wieder da und rüsten das aus und rüsten das da unten aus. Und verkaufen hier jetzt die 8 anderen Schwerter. Ja. Ja. Verkaufen. Schließen. Fertig. So. Damit hätten wir ein neues Schwert. Dann müssen wir uns an die Perspektive angucken. Ja. Na, das ist doch gar nicht so schlecht. Sieht doch relativ stabil aus. Für ein altes imperiales Schwert. Hallo. Hey, wie kann ich dir helfen? Ja, wie wohl. Schmiedezange hier gehen. Ist die Schmiedezange. Ah, wundervoll. Und während du im Wald herumspazierst, werde ich diesen verdammten Blasebalg wieder in Schuss bringen. Den hat's nämlich auch noch erwischt. Oh, ich bin wieder nicht den Blasebalg. Naja, wenigstens ein unterbezahlter Hufschmied in einem Bergdorf. Na, immerhin, ne? Neue Stufe. Yay. Und da wird auch gleich unser Leben auffüllen. Yay. So, ich wollte echt nur So, ja, Beschädigung. Ich habe die Mondklinge gefunden, aber sie scheint beschädigt zu sein. Nein. Die Mondklinge? Also sind die Legenden wahr? Darf ich sie berühren? Nicht berühren. Das ist unglaublich. Hey. Woher hast du das Ding? Ach komm, das war ein Erbstück, das im Waldhaus auf mich gewartet hat. Ja. Das hört sich nicht sehr glaubhaft an. Du kanntest den alten Kerl doch kaum. Und? Naja, wie dem auch sei. Das Ding ist beschädigt und unbenutzbar. Solange du also nicht noch weitere Märchen hinterherjagst und hier mit dem legendären Mondstein auftauchst, wird dir das Ding nicht viel nützen. Nein. Ach, und bevor du fragst, nur die Bergwerksleute unten im Efeugraben erzählen sich Märchen vom Mondstein. Vielleicht willst du die ja mal besuchen? Na ja, wohl. Oder nicht wohl. So, ja. Oh, Rüstung haben wir sowieso nicht. Und, naja, fragen wir mal, vielleicht hat er noch was sonst. Du hast mir schon genug geholfen. Oh, war ein Versuch. Okay. Geh mal wieder. So, du Lehrer. Logbuch. Dann Journal. Gibt's auch nicht. Ja, hier, Map. Nee, das ist auch nicht richtig. N. Aber gut, ist gar nicht so schlecht. Können wir mal gucken hier. Ausgang. Waldhaus. Familie. Ach, hier. So, dann müssen wir halt doch jetzt Inventar gucken. Finde den Mundklinge ein bisschen untun will, nur klar doch. Also, wir müssen eindeutig da runter. Ach, jetzt verstehe ich das mit diesem Adler. Man muss also erst irgendwas in die Quest der Wahl da reinlegen und dann kann man den Adler... Leite mich! Na, und er hat sogar ein paar Brocken verloren. Hör mit. Ach, und wisst ihr was? Ich gehe da jetzt rein. Gibt's irgendwie eine... Ja! So. Sogar noch vorher mal gespeichert und ich will jetzt einfach mal wissen, was hier oben ist. Wir haben ja inzwischen ein imperiales Schwert, wir sind ja eigentlich jetzt so gut wie unbesiegbar. Ich kann es nicht glauben. Das sind also Bauern. Sie haben nicht mal gute Waffen. Habt recht, Meister. Ach du Scheiße.
okay, ein. Irgendwie redet er doch, glaube ich, jetzt mit sich selbst, oder? Ich meine, vier Leute. Ach, Scheiße, jetzt habe ich gar nicht. Kann ich jetzt abwehren hier? Ja, verstehen wir doch. Verdammt, verdammt, eins. Nochmal eins. Puh, das war verdammt knapp. So. Muss ich jetzt mal wissen, wie man eigentlich abwehrt. Das geht ja mal gar nicht. So, wo ist abwehren? Hilft mir also sehr viel weiter. Lehrer? Nee, Lehrer bist du? Nein, 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 nein. Oh Mann, ja, vielleicht steht hier irgendwas in der Steuerung. Sondertaste muss rechts. Das ist doch auch ein Los. Ja. Okay. Also ich verstehe es gerade nicht, wo abwehren ist. Überhaupt nicht. Oh, rot. Auf jeden Fall brauchen wir irgendwie mehr Heilkram. Du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße. Sollen wir das bitte machen? Es wird schwierig. Was haben wir denn hier? Oh, ne. Na gut. Ich würde sagen, dann das machen wir, oder schauen wir uns beim nächsten Mal an. Bis dahin, ciao.